Das Palazzo Spiegelzelt am Humboldthafen feierte mit zahlreichen prominenten Gästen die Premiere der neuen Show Viva la Diva. Wir beide dürfen Sie ganz, ganz herzlich begrüßen hier in Berlin, hier auf diesem wunderbaren Platz, wo wir schon das sechste Jahr stehen. Auch im Namen natürlich aller unserer Mitarbeiter, Künstler, Artisten, Köche, Kellner, Musiker, Ton, Licht, die Geschäftsleitung. Wir sind über 90 Mitarbeiter heute Abend und wollen Ihnen natürlich ein wunderschönes Fest bereiten. Auch in der neuen Show präsentiert Hans-Peter Woddatz bis zum 3. März 2013 neben leckeren Gaumenfreunden von Christian Lose auch wieder jede Menge beeindruckender Artistik und lustige Unterhaltung. Ladies and gentlemen, hier ist ein Hula. Very much. And thank you very much, Kitty. Ein Glas Eiweiß for the soup. Thank you very much, die Kitty. And nun werden wir mixen, just like our cooks in the... Very good. Thank you very much. Perfect. Here we go, a little bit of mixing, just like our cooks in the kitchen. Hold very tightly. Thank you very much. A little bit more mixing. Thank you very much, boys. Frau Frederik, wie gefällt es Ihnen? Also ich habe nichts anderes erwartet. Es war sehr lecker, was ich bis jetzt gegessen habe. Und die Jonglierfrau und diese beiden Komiker sind auch sehr süß. Ich möchte den so gerne mit nach Hause nehmen. Denn kennen Sie den Vogel, der heißt Sekretär? So eine Nase, so eine... Und so ist der. Den würde ich so gerne mit nach Hause nehmen. Der ist so süß. The show was absolutely sensational. Absolutely sensational. And I'm so proud and so privileged that they asked me to sing at the end of it, because I thought the evening was brilliant. That's all I can say. It's absolutely sensational. Ich bin so glücklich bei der Mutter. Na, herrlich, wie immer. Also bei Woddatz ist das immer eine große Überraschung. Und dann noch zusammen, also jetzt die Geburtstagssendung sozusagen. Meine Freundin ist gerade mit, die hat heute auch Geburtstag. Es war die schönste Überraschung. Das schönste Geburtstagsgeschenk für meine Freundin, was sie sich denken konnte. Was hat dir besonders gefallen? Ach, das ist das Ganze, die ganze Harmonie aus den Reprisen, aus der Akrobatik, aus Gesang, aus Orchester, Musik und dann dazwischen eben die Gänge. Was mich immer wieder verblüfft, ist, wie er das schafft, diese vielen Gerichte warm auf den Tisch zu bekommen, ohne Pause, ohne... Wunderbar, ganz...